Junko hat mit Geisskäse angefangen vor 40 Jahren. Er hat angefangen mit 8 Liter und heute haben wir zum Beispiel 2600 Liter verarbeitet. Wir haben den Betrieb aber nur im Jahr 2000. Es kommen zwei Migros-Mitarbeiter in den Betrieb und wir zeigen die verschiedenen Fabrikationsschritte vom Geisskäse natürlich. Flüssig. Darum nehmen sie sie ins Tierchen abfüllen. Und so fließt der Zirten ab, mhm. Also das Wasser. Ja. So und so. Ja. Und so nehmen wir sie so in. Geissmilch kommt aus der Region und für viele Bauern ist das ein zusätzliches Einkommen. Es gibt einige, die leben davon. Der Frischkäse ist jetzt 4 Tage gelagert. Ich schneide jetzt die Portionen schneiden und dann kommt so frisch in die Lade rein. Der Dallerwiler Geissfrischkäse ist mein Lieblingsprodukt, weil er ist aus der Region ist. Und als kleines Kind auf dem Bauernhof bin ich schon immer gerne bei den Geissen gewesen. Jetzt haben wir den Käse portioniert. Wir haben den Käse eingepackt, in Folie. Jetzt ist er geschweißt worden und jetzt fehlt eigentlich nur noch der letzte Schliff. Und das wären die Etiketten, die drauf kommen. Und dann mache ich gerade 2-3, damit man sieht, wie das funktioniert. Das wird hier alles von Hand gemacht. Und ganz wichtig hier ist natürlich der Kleber aus der Region für die Region. So, nach dem harten Tag haben wir uns noch etwas verdient. Dann werden wir doch noch ein Dallerwiler Frischkäse probieren. Einen guten zusammen. Merci vielmals. Danke. Der Geissfrischkäse Natur zeichnet 40 Jahre Erfahrung, viel Herz und viel Handarbeit aus.